Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster mit mir, dem Chartox. Ja, Final Fantasy X ist auf Steam rausgekommen, also Final Fantasy X gibt es nun auch offiziell für den PC. Das ist einfach nur mega genial. So, und ich freue mich auch schon tierisch darauf, hier so richtig durchzustarten, weil ich musste mein HD Remaster Projekt ja leider pausieren auf der PS3, da meine PS3 kaputt gegangen ist, aber jetzt kann ich es nun endlich vorsetzen. Aber wir fangen natürlich auch von neu an. Was ich natürlich sehr interessant finde, ist, wir haben hier so einiges an Optionen noch zur Verfügung. Ich habe das Spiel soweit auf das eingestellt, was maximal verfügbar war im Launcher. Ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Ich hoffe, die Performance wird bei mir passen oder reichen. Ja, gut, legen wir mal los. Neues Spiel. Auswahl des Charakteraufbaus. Wählen Sie jetzt den Typ des Charakteraufbaus. So, wir nehmen das Profi-Sphero-Brett. So, Sie haben das Profi-Sphero ausgewählt. Im Spiel kann das nicht mehr umgewählt werden. Recht so? Also mir ist das sowieso recht. So, dann gibt es nun bei der Hintergrundmusik die Auswahl. Remaster oder Original? So. Ich würde sagen, wir nehmen das Remaster, da ich für mich persönlich das Spiel selber noch nicht durchgespielt habe, mit der remasterten Audiospur, und ja, ich würde sagen, wir nehmen Remaster, ja. Die neue arrangierte Musik verwenden? Ja. Dann legen wir mal los. Listen to my story. This may be our last chance. Ganz ehrlich, Leute, ich habe aber niemals damit gerechnet, dass Final Fantasy X jemals offiziell für PC rauskommt. Damit hätte ich wirklich nicht gerechnet.
No problem. Na klar doch. Und unser Name ist... Na. Wir können hier den Namen aber mal variabel gestalten, da dieser Name generell im Spiel sowieso nie erwähnt wird. Deswegen fehlen wir uns einfach mal. Shardox. Alrighty. Me too. Take it easy. So, dann mit den Damen. Can I have your autograph? Of course. Good luck tonight. Nothing to worry about. Oh, if I score a goal, I'll, do this. That will mean it was for you, okay? What seat? East block in the front row! Fifth from the right! Got it. Richtiger Player. So, dann mach Platz. Well, gotta go. Cheer for me. Two? Three? He just had a blitz! Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about checked all night. My dad and I never talked so much. Whoa. Didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Make way, make way! Coming through, sorry. Hey, I'm gonna be late. Hey, let go of me. Thank you.
Eieiei, was ist denn hier los? Orin! What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about? Oh, er steht da einfach ganz lässig. Ich habe auf dich gewartet, sagt er. It begins. What? Don't cry. What the? Huh? Hey, wait! Not this way! Look. We called it sin. Sin? My old man? I hope you know how to use it. Puh, hier geht's ja drunter und drüber. Gleich so viel Action am Start des Spiels. So, dann wollen wir mal. These ones don't matter. We cut through. Genau, dann wollen wir mal. Einfach ganz normal angreifen und wir preschen einfach vor. Ganz easy. Don't bother going after all of them. Cut the ones that matter and run. Genau, also wir können eigentlich theoretisch auch die Gegner hinter uns angreifen, aber die können wir eigentlich getrost ignorieren. Die brauchen wir nicht. Ja, wir können natürlich auch eine Tech benutzen, aber brauchen wir nicht. Gravitas. So, und hier kommen wir auch schon zu unserem ersten Bosskampf. Oder ersten scheinbaren Bosskampf, wie man es auch nennen will. Was bedeutet Ekstase? Wenn die Ekstase-Leiste, die sich unter der MP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampftechnik Ekstase jederzeit eingesetzt werden. Zum Auslösen der Ekstase-Tech links im Kampfmenü drücken. Okay, dann wollen wir mal. Tradition, sei's mal. Oh Gott, was? Ich hab's jetzt einfach mal... Ich war jetzt ein bisschen irritiert, wie das da gerade aussah. Weil die Icons sind ja jetzt irgendwie auf den... Ja. Xbox-Controller angepasst. Und ja. Egal.
Hat mich jetzt aber nicht weiter irritiert, denn die Tasten sind ja im Prinzip trotzdem die gleichen, die ich auf dem PlayStation-Controller drücken muss. Okay. Aber ich habe ein ziemlich falsches Timing. Das ist nicht so schön. Da muss ich auf jeden Fall nochmal arbeiten. So, jetzt haben wir schon mal zwei Ekstasen gesehen. Einmal die von dem lieben Tidus, unserem Hauptcharakter, und von Auron. Ich werde ihn trotzdem immer Tidus nennen, ne? Also nicht wundern. So, der Gegner, der kann uns nichts, da er einfach nur Gravitas macht. Und Gravitas, ja, sagen wir mal, reduziert einfach nur ganz halt unsere HP. Also auf null kann das auf jeden Fall nicht gehen. So, den ersten haben wir also besiegt, dann wollen wir mal auch den ersten Speicherpunkt benutzen, den wir hier haben. Level 1 Speichersphäroid für Reisende. Sie können diese Reise in Spheroiden wie diesem speichern. Dabei werden die HP und MP ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefrischt. Wow, das ist doch schön. So, gucken wir mal, wie viele Slots gibt's hier. Ah, okay, das sieht schon mal anders aus. Ah, schön sieht das aus. What are you laughing at, old man? Auron, let's get out of here! We're expected. Huh? Give me a break, man! So, bei dem Kampf müssen wir zunächst erstmal die Kleinen hier angreifen. Anschließend das Ding da rechts daneben, aber das können wir gerade noch nicht anwählen. Kommt gleich. Flügel fangen an zu glühen. Uiuiui, da kriege ich aber Angst. Und die kommen einfach immer nach. Och, Mano. Bleib weg, ihr blöden Viecher. Dornen.